Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play World of Warships. Und zwar zu einer speziellen, und zwar zu Let's Show My Ship. Und zwar, ich werde in den nächsten paar Folgen mal meine ganzen Schiffe, die ich hier unten habe, alle mal so einzeln vorstellen. Und ich dachte mir, ich fange heute mal an und beginne mal mit der Cleveland, die ich hier auch gerade schon ausgewählt habe. Ja, zuerst mal zu den Specs. Wenn ich mir das hier alles erstmal so aufklappe. Die Cleveland hat keine große Panzerung. Das sind 13 bis 127 mm, also eigentlich Alufolie. Meiner Meinung nach. Genauso fährt sie sich auch. Die Hauptbatterie ist eigentlich sogar gar nicht mal so schlecht. Für AP benutze ich sie nicht, aber für HE finde ich sie ganz gut. Also gut, um Leuten auf den Sack zu gehen, vor allem den Schlachtschiffen. Wenn man sich nicht treffen lässt, ne? Dann natürlich, wie glaube ich jeder weiß, Flugabwehr ist die ein Gott. Ja. Ich habe schon mehr Flugzeuge damit runtergeschossen, als was ich irgendwie Targets habe oder so habe. Das ist, ja. Naja, aber auf jeden Fall ist sie noch schön wendig und ja, ist aber leicht zu spotten, meiner Meinung nach. Und mein Problem ist es halt. Was ich auch als ganz großen Nachteil an dem Ding sehe, ist halt, dass es so wenig Panzerung hat. Ich bin so einer, der fährt so mit der Colorado und alles und bin so ein Panzerungstyp und da passt das nicht so. Aber ich will die amerikanischen Kreuzer machen, dass ich ein bisschen Abwechslung drin habe, auch wenn mir die Cleveland jetzt nicht so viel Spaß macht. Ich freue mich hier auf die Pepsi Cola. Die soll ja angeblich ein bisschen besser sein wie die Cleveland. Ja, und dann denke ich mal, machen wir direkt doch mal ein Match. Ja, wollen wir nicht lang zacken und ab ins Match da. Und ja, mal gucken, was so wird. Ich hoffe mal was Schönes. Ach ja, naja, eigentlich mit eins meiner meist gehassten Schiffe in meiner Garage. Und wir kriegen ein wunderschönes Match. Das ist. Wow. Das ist echt. Ja, da sage ich einfach nichts zu und wir legen einfach los. Ich glaube, das wird keine lange Folge werden. Wie gesagt, Blechschiff. Genauso fühlt sich's auch an wie ein Blechschiff. Und es ist kein Flugzeugträger im Match. Das ist auch schlecht. Kacke. Naja, ich versuche das Beste draus zu machen. Und hoffe mal, dass die Tirpitz hier mit mir einen gemeinsamen Weg fährt. Und werde mich anfangs ein wenig hinten halten, weil ich möchte nicht auf hier die oberen paar Viecher hier treffen. Mexiko ist noch okay. Dann wieder Kacke. Cleveland, ja. Und die erst recht nicht. Wobei, die drei könnten sogar ganz geil sein. Mit der Fubuki. Mal gucken. Naja, mal schauen, was ich so aus dem Match reiße. Ja, wie gesagt, Cleveland. Eigentlich so mit meinem Hassschiff. Aber ich fahre es halt, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Warum höre ich keinen Motorsound? Soundeffekte, noch ein bisschen hochballern. Ihr Maschi, jawohl. Okay, das ist ein bisschen laut. Ja, das geht schon. Ah, jetzt hört man was. Ach du Schande. Geht schon mal gut los, aber sie fährt in die andere Richtung, das gefällt mir. Ja, wie gesagt, auch Cleveland, einer der Kreuzer, die keine Torpedos hat, ist halt einfach nur so ein Flugabwehrvieh. Allerdings halt keine Flugzeugträger, wie ich schon gesagt. Ein bisschen doof. Bisschen doof. Naja, aber die nächsten, ja, wie viele Folgen werden es wahrscheinlich werden? Muss ich gerade durchzählen, wie viele Schiffe ich habe, außer die beiden ARPs. Das dürften bei so um die 7 sein. Also noch diese nächsten 6, 6, 7 Folgen auf jeden Fall. Wenn dann noch so Let's Shows werden.
Und ich sehe gerade, das war ein bisschen weit hinten. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit vorne. Ja. So geht's mir mit der Cleveland. Und Schaden macht Maul leider nicht gar so viel. Obwohl ich. Ist das ein Tier-8er? Oh, Papierschiff kriegt AP. Oh, hab ich ein Glück. Naja, komm, auf die Chapit. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht. Hätte ich jetzt auch mal mit AP. Oh, der hat gesessen. Okay. Komm, ich lade nochmal schnell nach, bevor sie wieder vor der Insel hervorkommt. Oder ist es. Ja, ist schon. Komm. Den Kill holen wir uns. Wobei, war kacke geschossen. Oder war doch nicht so kacke geschossen? Nein. Also schieß mit der Cleveland nie mit AP. Reicht. Erstmal wieder HE nachladen. Ach schön, ich bin im Cap. Das ist gut. Kann man sich ein paar XP snaggeln und dem Team weiterhelfen. Das ist gut. 7000 Schaden. Das hätte ich jetzt mit der Klinge nicht erwartet. Weil, naja, die Geschütze, auch wenn man hier mal reinguckt, sind nicht groß. Also, was ist. Das ist ein Pups. Wenn da jetzt halt so mal so eine. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bitte, ja. Passt. Immer wenn ich Torpedos höre, ey, da kriege ich schon das Kotzen. Aber wir sind gut am Führen, das ist ganz gut. Krass, ich hatte immer schlechte Runden mit dem Ding. Aber diese scheint gar nicht mal so schlecht zu werden jetzt. Liegt daran, dass ich aufnehme. Leute, ihr helft mir weiter, das finde ich gut. Weiter so. Dann werde ich auch mal einer mit ganz vielen Tier-10ern wie in World of Tanks. By the way, wollt ihr übrigens World of Tanks sehen? Habe ich auch früher ziemlich viel gespielt. Hatte ich auch mal wieder Lust anzufangen. Und wenn ihr wollt, kann ich auch mit hochladen. Wenn ihr auf World of Tanks auch noch mit Lust habt. Einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt. Und dann werde ich mich da auch mal dran widmen. Oh, was denn jetzt schon wieder? Die treffen mich aber auch nicht. Oh, das wird eng. Oh, die haben mich getroffen. Nein, ich hätte abbremsen müssen. Und ich bin am Fluten. Toll. Da. Ne. Ne, das kriegst du wieder. Komm her. Komm. Jetzt scheiße, die mit Zuck. Ich will die Fubuki da. Die hat mir den auch bestimmt reingejagt. Oh, dreh dich noch ein Stück. Oh, fuck. Komm. Ah, die können sogar ganz gut kommen. Natürlich auch nicht. Es war sie da so klar, dass ich die nicht treffe. Scheiß Zerstörerei. Die Vier sind nicht ab. Oh, ah. Aber die waren zu knapp. Die waren zu knapp ges. Ah, Zerstörer zu treffen, das ist auch so eine Meisterarbeit. Ich habe ja auch noch nie verstanden, wie das geht. Oh, ich habe ihn getroffen. Oh, Leute, ich habe ihn getroffen. Krass. Vor allem in Brand gesteckt. Das ist auch ganz gut. Er kriegt Schaden. Wie man oben nur die Anzeige sieht. Ah, wo ist der Fall hier? Einfach die ganze Zeit die Anzeige hochgeht. Das Ding repariert einfach nicht. Ist er wahrscheinlich vorhin schon. Oh, die Forderung. Die Forderung. Nice. Nice. Wenn ich Glück habe, kann ich sogar mal mit der Cleveland meinen ersten Zerstörer legen. Vor allem Dingen, der fackelt gerade schön. Ein schwimmendes Ruder, Alter. Kann man schon so sagen. Ah, wohl. Normal. So, geht die Anzeige noch hoch? Ja, die Anzeige geht noch hoch. Verbrennen, jawohl. Oh mein Gott, das ist schlecht. Das ist schlecht, was da gerade vorkommt. Vor allem, ja, da 6 Kilometer Torpedos.
Ich werde mal meine Geschütze drehen und dann werde ich der mal einheimsen. Und hoffen, dass ich der auch einheimsen kann. Bisschen überleben möchte ich auf jeden Fall noch. Am liebsten das ganze Match. Am liebsten das ganze Match. Aber das ist. Mal gucken. Oh, ich habe vorne auch einen schönen neuen Anstrich. Ja, wegen dem Torpedo vorhin, stimmt. Ach, den hätte ich ausweichen können. Das war Kacke. Das war doof gemacht. Von mir selber. Ärgere ich mich selber gerade ein bisschen drüber. Weil da hätte ich mir einiges an Schaden ersparen können. Wirklich einiges. So, wo sind die Tierpits? Oh. Okay, das ist ein bisschen nah. Das ist ein bisschen sehr nah. Da muss ich auch gar nicht zoomen, um zu treffen. Es war klar, dass der Torpedo sitzt. Ja, einen fresse ich davon auch. Es war gar nicht mal dumm. Einfach mal alles einfach ansetzen. Werde eh nicht mehr lang leben. Es war dumm. Es war dumm. Ich hätte ein bisschen auf Abstand bleiben sollen. Das war jetzt sehr dumm. Aber ich habe ihn in Brand gesteckt. Und das nicht zu schlecht. Wenn man sich das hier macht. Oh, Jungs, Alter, guckt euch das Feuer an. Boah, das nenne ich echt mal lodern. Krass, wenn ich Glück habe, erwische ich den sogar noch, den Kill. Ah, sollte. Ja, ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Das ist nur ein Kratzer auch noch bekommen. Das ist doch schön. So. Ich würde sagen, wir gucken uns das Match noch zu Ende an. Und gebe ich noch mein Fazit zur Runde. Was kann ich eigentlich jetzt schon machen? Also diese Runde war auf jeden Fall gut. Also ich habe auf jeden Fall was gerissen. Ich habe jetzt hier 44.000 Schaden. Oh nein. Bisschen mehr Schaden. Schnapszahl. Na, egal. Oh, 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 oh. Crash, Crash und Boots. Ja, Jorik, das hast du verloren. Naja. Das Match war auf jeden Fall ganz gut. Das jetzt mit der T-Pets hätte ich die anderen machen müssen. Hätte ich Torpedos gehabt. Oh, hätte die kleinen Torpedos. Aber nein, sie muss ja als Kreuzer keine haben. Das ist. Ja, komm. Komm, Team. Zerstört sie. Oh nein, das ist eine Mexiko und eine Tierpitz. Und noch eine Tierpitz. Und die Carolina lebt auch noch. Uff. Uff. Und unsere Tierpitz geht auf die Mexiko. Und sie dreht sich genau. Oh. Oh. Oh, oh, ja, gut, die Mexiko gibt auch. Ja, okay. Es war jetzt dumm, aber auch wiederum nicht dumm. Naja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die Cleveland, ich kann mich noch nicht so mit anfreunden. Es ist halt ein Schiff, was nicht viel aushält. Was man gerade gesehen hat, die Secondary von der Tierbiz, ich meine, die ist ziemlich stark, ja, aber. Die hat mich gerade zerlegt. Ich meine, die Tierpitz hat einmal geschossen oder so. Dann hat sie mir natürlich auch viel abgezogen, aber die Secondary hat mir natürlich. Die hat mir den Großteil meiner Strukturpunkte einfach abgezogen. Naja. Muss ich. Oh, das hat gesessen. Muss ich mal mehr darauf achten, dass ich damit ein bisschen anders umgehe. Also ein bisschen sensibler mit diesem armen Wesen von der Tierpitz. Naja, mal gucken. Ne? So. Na, Tierpitz, das wird nicht ein. Die werden nicht treffen. Was hast du dir dabei denn gedacht? 6 Kilometer hat sie ja Reichweite. Also muss ich wissen, ich fahre ja selbst eine. Aber wenn es weitergeht, dürften wir einen Punktvorteil gewinnen. Wenn unsere Tierpitz mal überleben würde, aber. Ach, zwei Tierpitze gegen eine Tierpitz ist. Obwohl hier die Secondary. Da prasselt gut was ein hier. Ah, der Kerl hier will ich nicht sein. Hier guck mal, was da einprasselt. Oh, Boots, Boots, Boots. Obwohl. Komm, beendet das Match. So. Ah. Ah.
Ja, dein Flieger starten musst du jetzt nicht. Ich meine, das bringt dir überhaupt nichts. Ja, und habe ich aber auch gemacht. Im Prinzip ist es sogar dumm, weil du gibst denen dann noch eigentlich eine Advantage, noch einen Flieger runterzuschießen, was noch mehr XP bringt. Naja. Aber die Tierpitz sollte unsere Down bekommen. Oh, das wird nochmal Sesten sitzen. Sie hat echt Glück. Das war jetzt krass. Na gut, boah. Ah ja, war noch 200%, genau. Mit der habe ich ja heute noch kein Match gespielt. So wie mit keiner anderen. Naja, gut. 44.000 Schaden. Teamwertung war ich. Ah, gutes Mittelfeld. Passt auf jeden Fall. Unsere Bismarck natürlich. So, dann. Ja, an der Tirpitz. Die Tirpitz hat. Warte mal, 31 Schaden. 31.000 Schaden. Okay, auf Close Range ist sie doch nicht mal so schlecht. Ja, aber das meiste war vom Feuer. I don't know, noch 4.600 XP, das ist schon was. 6.000 Captain XP, jawohl. Ja, nee, das ist schon was. Na gut, hier, Tierwitz. Haben wir das schicke Ding. Ich weiß, ich bin pleite. Naja, komm. Mir fehlen jetzt noch dann ziemlich viel XP, 62.000 noch hier. Ach du Scheiße, wie sieht die denn von vorne aus? Wie so ein Indianerzelt, guckt ihr mal an. Schick. Nicht. Naja, gut. Dann war es das mal wieder mit dem Video. Auch vom ersten Teil, Let's Show My Ship. Das nächste Mal wird dann der Flugzeugträger hier dran kommen. Und dann immer so die Reihe durch. Bis hinten zu meiner Tierpitz. Gut, damit dann noch euch noch viel Spaß und einen schönen Tag noch oder schönen Abend. Dann nicht vergessen, liken, kommentieren, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, abonnieren natürlich auch. Und dann, ciao, ciao.